Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen aus meiner Sicht sehr gelungenen Auftritt von Roland Hartwig im Morgenmagazin zum Thema Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Mit kühl freundlicher Art entblößt Roland Hartwig aus meiner Sicht Dunja Hayali ziemlich und legt die Frames, die Negativ-Frames, die Unterstellungen offen. Im Folgenden der Ausschnitt, danach noch ein paar Worte dazu. Ja, hat die AfD Brandenburg geglaubt, dass wenn der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Kalbitz nicht mehr die Fraktion leitet, aber immer noch in der Fraktion ist, dass sie damit dann durchkommt? Fragen wir nach bei Roland Hartwig. Er leitet die AfD-interne Arbeitsgruppe Verfassungsschutzbeobachtung. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. War das naiv, war das taktisches Kalkül oder wie würden Sie das umschreiben? Weder noch. Wir sind der Auffassung, dass der Verfassungsschutz uns in Brandenburg aus politischen Gründen heraus beobachtet, dass er sich hat instrumentalisieren lassen, wie zuvor ja auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das heißt, Sie würden auch sagen, wenn der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen noch im Amt wäre, wäre Ihnen das alles nicht passiert? Ich darf Herrn Maaßen zitieren. Der hat ja in einem Interview der Jungen Freiheit im letzten Sommer gesagt, etwa wörtlich, schon zu meiner Zeit als Präsident des Bundesamtes gab es auf mich, Maaßen, und auf die Kollegen in den Landesämtern politischen Druck, die AfD unbedingt zu beobachten. Das sagt doch alles, was hier hinter diesen Aktionen steht. Jetzt sagt der aktuelle Verfassungsschutzpräsident jedenfalls des Landes in Brandenburg, der Einfluss des Flügels auf die Gesamtpartei ist in Brandenburg besonders stark ausgeprägt und es existiert nachweislich eine personelle und strukturelle Verflechtung der Brandenburger AfD mit anderen rechtsextremistischen Strukturen. Da sagen Sie, das weisen wir von uns, das stimmt nicht. Können Sie das belegen? Ich glaube, dass der Verfassungsschutz belegen muss, wenn er behauptet, dass es hier solche gemeinsamen Operationen und strategischen Kooperationen gibt. Wir bezweifeln das. Wir sehen auch nichts, was in die Richtung deutet. Und zum Flügel ist da auch so anzumerken, das ist eine politische Strömung in der AfD, eine national-konservative, sozial-patriotische Strömung, die natürlich auch demokratisch ist. Nichts am Flügel spricht ja dafür, Grundlagen der Demokratie abzuschaffen, der Rechtsstaatlichkeit. Also von daher ist der Flügel eine absolut legitime Strömung innerhalb der Partei gewesen. Ich wollte gerade sagen, Sie sprechen über den Flügel so, als würde es ihn noch geben. Er hat sich ja formal jedenfalls aufgelöst, auch aufgrund, mit Blick auf den Verfassungsschutz durch die Parteispitze. Wenn aber mehr oder weniger noch alle, die dem Flügel angehörten, in der Partei, in Fraktionen drin sind, unter anderem auch der rechtsextreme Kalbitz, er ist ja in Brandenburg immer noch in der Fraktion, nicht mehr als Chef, dann ist doch die Aussage des Innenministers richtig, dass die AfD bzw. der Flügel jetzt mittlerweile die ganze Partei ist, also der Vogel. Nein, also zum einen ist Herr Kalbitz kein Rechtsextremist, obwohl er vom Verfassungsschutz so bezeichnet wird. Das weisen wir auch zurück. Zum anderen ist ja die Auflösung des Flügels nicht erfolgt aus Angst vor dem Verfassungsschutz, sondern wir haben in der Partei eine klare Struktur. Der Flügel hat da eine Art Querschnittsstruktur und die war eben aufzulösen, weil sie im Prinzip im Rahmen der normalen Parteiarbeit eher hindert. Eher hindert? Also erst sagen Sie, sie ist total demokratisch und total okay und jetzt hindert der Flügel? Der Flügel hindert nicht politisch, sondern in der Struktur. Wir haben Landesverbände, wir haben Bezirksverbände, Kreisverbände und da ist eine Querschnittsorganisation, wie der Flügel sie dargestellt hat, rudimentär zumindest, einfach deplatziert. Verstehe ich nicht so ganz. Andere Parteien haben ja auch Arbeitsgruppen und Flügel und Ähnliches. Wieso soll das in der AfD, wenn sie denn demokratisch ist, nicht funktionieren? Das funktioniert auch, aber eben nicht organisiert. Die Strömung, die politische Strömung ist da, ist auch weiter da und ist, wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil unserer Partei, wie viele andere Strömungen auch. Und ist der Posten des Fraktionschefs in Brandenburg eigentlich deshalb noch nicht wieder neu besetzt, weil Sie, also der Landesverband in Brandenburg, aber auch die Parteispitze aller außer Jörg Meuthen, darauf hoffen, dass Kalbitz mit seinem Einspruch vor dem Schiedsgericht gegen seinen Rauswurf, er zieht sogar auch vor das Landesgericht Berlin, Erfolg haben wird, damit er offiziell wieder zurückkehren kann? Das ist keine Frage von Hoffnung oder Nicht-Hoffnung. Wir stehen ja als Rechtsstaatspartei ganz besonders für rechtlich einwandfreie Verfahren. Und der Rauswurf von Herrn Kalbitz hat manches Fragezeichen aufgeworfen, das jetzt eben gerichtlich zu klären sein wird. Und das ist abzuwarten. Was ist denn da genau an Fragen noch unklar? Also es sind doch die Strömungen, auch seine Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen sind doch belegt und klar vorhanden. Also wann sagt denn die AfD, Sie sind Jurist, okay, das geht uns zu weit, wenn nicht in der Person Kalbitz?
Also nochmal zurück zur Causa Kalbitz. Herr Kalbitz ist ja aus der Partei herausgeworfen worden, weil er angeblich bei seiner Bewerbung als Mitglied 2013 Informationen nicht vorgetragen hat, die hätte machen müssen. Also es ist gar nicht der Grund, weil er rechtsextrem eingestuft worden ist, sondern weil es einen formalen Fehler gab. Herr Kalbitz ist nicht rechtsextrem, sondern er hat, so ist der Vorwurf des Bundesvorstands, zumindest von 7 Mitgliedern von den insgesamt 13, habe bei seiner Bewerbung als Mitglied 2013 Angaben nicht gemacht. Er habe nicht gesagt, dass er Mitglied der Republikaner gewesen sei, was sehr fraglich ist, weil er später auch in öffentlichen Versammlungen in der Partei das durchaus angegeben hat. Und es wird behauptet, dass er Mitglied der Heimattreuen Deutschen Jugend gewesen sei, was in keiner Weise belegt ist. Und glauben Sie, dass all das nicht die Partei weiter spaltet, vor allen Dingen bundesweit, also zwischen den Gemäßigten und den, sagen wir mal, eher am Rand stehenden? Wir haben natürlich Diskussionen innerhalb der Partei, aber die werden wir aushalten. Das gehört zu einer Partei, die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein und zu bleiben, vor allem in neuen Bundesländern, dazu. Sagt Roland Hartwig hier bei uns im ZDF-Morgenmagazin. Danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank. Dunja Hayali macht einen auf kumpelhaft und nett. Sie möchte den Gesprächspartner arglos machen und auch den Zuschauer. Man soll nicht glauben, dass sie irgendetwas im Schilde führt. Beiläufig bezeichnet sie Andreas Kalbitz als rechtsextrem. Roland Hartwig passt auf und lässt diese Unterstellung nicht passieren. Er greift sie als allererstes auf und macht deutlich, dass das nicht AfD-Position ist. Es ist ja auch so, dass selbst Jörg Meuthen, der Andreas Kalbitz aus der Partei drängen wollte, 2019 festgestellt hat, dass Andreas Kalbitz sich seit 2013 nichts hat zu Schulden kommen lassen. Wenn aber mehr oder weniger noch alle, die dem Flügel angehörten, in der Partei, in Fraktionen drin sind, unter anderem auch der rechtsextreme Kalbitz, er ist ja in Brandenburg immer noch in der Fraktion, nicht mehr als Chef, dann ist doch die Aussage des Innenministers richtig, dass die AfD bzw. der Flügel jetzt mittlerweile die ganze Partei ist, also der Vogel. Nein, also zum einen ist Herr Kalbitz kein Rechtsextremist, obwohl er vom Verfassungsschutz so bezeichnet wird. Das weisen wir auch zurück. Wenn jetzt Roland Hartwig deutlich macht, das ist nicht AfD-Position, dann ist das im Widerspruch dazu, dass Dunja Hayali suggeriert, das wäre ja vollkommen klar, indem sie es so beiläufig sagt. Roland Hartwig entblößt sie dadurch vor dem Zuschauer. Einfach indem er diesen Frame aufgreift, den Dunja Hayali so als selbstverständlich platziert. Dunja Hayali und all die Altmedien gehen immer ein Risiko ein, wenn sie solche Frames platzieren. In dem Moment, wo die AfD-Leute sie aufgreifen und sie in den Mittelpunkt rücken und deutlich machen, das ist nicht unsere Position, das ist keine Selbstverständlichkeit, dann wirkt Dunja Hayali übergriffig und hetzend, wenn sie das so hinstellt, was es ja auch ist. Aber dazu muss Roland Hartwig es aufgreifen. Dazu reicht es, er muss gar nicht sagen, ihr seid die Lügenpresse, das würde kontraproduktiv wirken, sondern die Leute lesen zwischen den Zeilen. Indem er aufgreift, es ist nicht selbstverständlich, das ist nicht AfD-Position, wir widersprechen dem, wird Dunja Hayali entblößt. Es ist so einfach. Mir ist nicht bekannt, dass Roland Hartwig seitdem wieder eingeladen wurde ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und das ist kein Zufall. Aus meiner Sicht, die Öffentlich-Rechtlichen suchen sich die Personen raus, die bei dem Spiel mitmachen, die nicht unangenehm sind für die Öffentlich-Rechtlichen. So war es ja auch so, dass Tino Chrupalla Illner indirekt lobte, als Demokraten darstellte, indem er sagte, ja, wir wollen doch auch keine Rechtsextremisten in der Partei. In freundlichem Ton. Das heißt, Nazis raus, Extremisten haben in unserer Partei nichts zu suchen. Wer nicht auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht, hat in unserer Partei nichts zu suchen. Das vertrete ich doch genauso. Und das vertrete ich doch genauso. Und das vertrete ich doch genauso. Roland Hartwig ist freundlich, aber man spürt die Kühle. Der Zuschauer sieht eindeutig, was er von den Öffentlich-Rechtlichen hält. Nämlich gar nichts. Das macht er deutlich. Und das haben Tino Chrupalla und Jörg Meuthen in ihren Auftritten nicht deutlich gemacht. Das hat auch ein Bernd Baumann nicht deutlich gemacht, indem er die ganze Hetzerei verharmlost hat, das wäre halt Politik. Das wäre halt politischer Wettbewerb. Selbstverständlich hat die AfD in den letzten Monaten und Jahren den geistigen Nährboden dafür bereitet, dass solche Dinge überhaupt passieren können. Und insofern ist Hamburg natürlich glücklicherweise eine demokratische Quittung für dieses geistige Brandstiftertum, was von Ihrer Seite hier in unserem Land betrieben wird. Ich freue mich, dass da es gelingt, ein demokratisches Stoppzeichen zu setzen. Aber es ist auch wichtig, dass insgesamt die Parteien in Deutschland in dieser Frage zusammenstehen und keine Partei hier in Zweifel aufkommen lässt, was der richtige Umgang damit ist, nämlich klarste Abgrenzung
und Bekämpfung der AfD, die dieses Gedankengut verbreitet. Dann vielleicht noch ganz kurz, Herr Baumann, weil Sie sagten, ja, können Sie jeden am Tisch fragen. Ja, natürlich. Jetzt, nein. Politischer Wettbewerb. Nein, das ist nicht politischer Wettbewerb. Ich möchte von Ihnen nur einen Satz wissen. Bezweifeln Sie, dass Worte, aggressive Worte zu Taten führen? Ich bezweifle nicht, dass Worte zu Taten führen bei bestimmten Leuten. Aber ich bezweifle, dass die AfD die größte Oppositionspartei, Fraktion im Bundestag irgendwas zu tun hat mit rechtsextremistischen Straftaten. Aber Sie hetzen gegen Shisha-Bars, das ist einfach, müssen Sie sich nicht wundern. Natürlich müssen die großen Probleme des Landes angesprochen werden. 6 Millionen Wähler haben uns ja deswegen gewählt. Wir haben offene Grenzen, wir haben eine Massenmigration, wir haben Parallelgesellschaften, wir haben Clans. Das muss man deutlich benennen. Es gibt diese internationalen terroristischen Spinner und mit denen haben wir gar nichts zu tun. Die Opposition im Bundestag lässt sich den Mund tot machen. Und das noch aufgrund eines solchen Anlasses, wenn ich nur dran denke, Frau Hasse, nur die Mutter mit zwei kleinen Kindern, die jetzt nicht nach Hause kommt und die sitzen zu Hause und schreien und weinen und die Mutter kommt nicht wieder. Und so ein Anlass zu missbrauchen für kleine parteipolitische Münze, das ist das Entsetzliche in der Republik. Ich glaube, und ich spiele das jetzt an Sie weiter, Herr Klingbeil, dass niemand hier etwas missbraucht. Und wir uns jetzt fragen, was für Konsequenzen müssen denn gezogen werden jetzt aus dem, was da passiert ist. Und in dem Kontext hatten Sie gesagt, in Hanau hat einer geschossen, aber viele haben ihn munitioniert. Sie fordern jetzt, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Und viele Parteien oder viele Stimmen anderer Parteien schließen sich dem an. Haben Sie denn etwas an Hinweisen, Anhaltspunkten? Kennen Sie die, dass die Behörden so entscheiden werden? Denn das entscheidet ja nicht die Politik, sondern das. Das, was damals in der Berliner Runde passiert ist, das war kein politischer Wettbewerb. Das war pure Entmenschlichung, Verunglimpfung von politisch Aktiven. Sowas kann nicht als politischer Wettbewerb gelten und das hätte Bernd Baumann deutlich machen müssen. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie es zu so einer Aussage kommen konnte. Die Öffentlich-Rechtlichen und die Altmedien sind Peiniger der AfD. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass Jörg Meuthen und Tino Kupal das nicht mitbekommen haben. Und es ist doch eigentlich selbstverständlich. Also für mich wäre das selbstverständlich und ich denke für jeden, dass wenn man ins Fernsehen kommt, dass man das auch probiert gerade zu rücken. Und indem Sie das nicht gerade rücken, zeigt sich mir persönlich, dass das nichts zu tun hat mit fehlendem Wissen, sondern dass es diesen Leuten um die eigene Karriere geht. Und das ist, denke ich, ein großes Problem. Es drängen immer diese Leute vor, Karrieristen vor, die dann gewählt werden am Ende leider, die aber nicht am besten geeignet sind. Die AfD ist von 15% auf 10% abgestürzt im letzten Jahr. 10% ist genau der sensible Bereich, in dem die AfD ausgegrenzt werden kann in der Gesellschaft. Das wäre bei 20-25% wäre das nicht möglich. Wenn die AfD 25% hätte, dann wäre es nicht möglich, sie so beiseite zu wischen, sie aus dem Diskurs so auszublenden, wie das jetzt geschieht. Dadurch, dass die AfD jetzt aus dem Diskurs ausgeblendet wird, ist sie viel leichter framebar. Und dadurch kann es der Bevölkerung vermittelt werden, dass die AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet wird, was die AfD zersetzen wird und was zum Ende der AfD führen wird. Aus meiner Sicht war es der größte Verdienst von Boris Jelzin, dass er Wladimir Putin ins Amt gebracht hat. Was war zuvor passiert? Es ging ein Ministerpräsident nach dem anderen. Jelzin war kritisch. Er war nicht zufrieden. Er hat dann einen genommen. Er hat ihm der nicht gepasst, hat den nächsten genommen. Und ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Und am Ende war Putin. Und wäre Boris Jelzin nicht so kritisch gewesen, hätte sich mit einer schlechten Leistung zufrieden gegeben, dann wäre Wladimir Putin wahrscheinlich nie ins Amt gekommen. Und genauso, denke ich, müssen wir es auch handhaben. Ein Roland Hartwig wäre aus meiner Sicht viel besser als Parteivorsitzender geeignet als ein Tino Kupala oder als ein Jörg Meuthen. Aber solche wie Roland Hartwig, das sind nicht die Leute, die so in den Vordergrund drängen, die nicht die so Hinterzimmerpolitik machen. Es sind genau aus meiner Sicht die Falschen, die zu leicht an die Spitze kommen. Das ist aber auch der Fehler von uns allen selbst. Ich werfe es mir auch vor, dass ich nicht probiert habe, politische Verantwortung anzustreben. Man ist vielleicht auch selber zu schüchtern. Man denkt immer, ja, das sind ja die anderen, das ist viel zu groß. Aber gucken wir uns doch um. Die Leute, die es jetzt machen,
Sie sind der Aufgabe nicht gewachsen. Diese Leute können das nicht besser als wir. Ich denke, die allermeisten von uns Kommentatoren, wir alle wären viel bessere AfD-Vorsitzende als Tino Chrupalla. Wir müssen uns selber bewerben. Wir müssen selber aktiv werden und dürfen diesen Leuten nicht das Feld überlassen. Und auf der anderen Seite müssen wir kritisch sein und aufpassen. Man darf nicht schüchtern sein, man darf nicht denken, dass ich jetzt Vorsitzender sein will und die anderen, dass ich eine Führungsposition einnehmen will, das ist jetzt ja irgendwie unangemessen. Ich halte mich lieber zurück. Das ist eigentlich ein positiver Zug, dass man sich selber zurückhält. Aber wenn man sieht, die anderen können es nicht besser. Man muss selber Verantwortung übernehmen. Und man muss kritisch sein. Es ist, denke ich, man will loyal sein, man will den Vorsitzenden den Rücken stärken. Aber das ist inadäquat in dieser Situation. Es sind Spitzenleute, eine Spitzenposition und da erwartet man Spitzenleistung. Und wenn diese Leute keine Spitzenleistung bringen, dann muss man sie austauschen. Genauso wie Boris Jelzin das getan hat. Und dann muss man sie so lange austauschen, bis der richtige Mann an der Spitze ist. Und so müsste man es in der AfD auch handhaben. Man hätte viel schneller aus meiner Sicht einen Abwahlantrag beantragen sollen, sowohl für Jörg Meuthen als auch für Tino Chrupalla, schon im Sommer. Und dann probiert man durch. Dann probiert man andere Vorsitzende. Und wenn die es nicht können, dann nimmt man wieder jemand anderen. Es gibt so viele gute Leute. Aus meiner Sicht ein Roland Hartwig wäre viel besser als Vorsitzender geeignet. Oder auch ein Gottfried Curio oder eine Nicole Höchst. Aber sie alle hatten keine Chance, weil Tino Chrupalla und Jörg Meuthen seit Jahren, jetzt schon seit eineinhalb Jahren, Tino Chrupalla erst, aber Jörg Meuthen schon länger, an diesen Posten kleben. Warum sollen sie immer Vorsitzende sein, wenn die Leistung ungenügend ist, wie man im letzten Jahr sehen konnte? Und wir brauchen jetzt Spitzenleistungen. Es sollen andere kommen. Und wenn sie nicht gut sind, dann werden sie wieder abgewählt. Dann muss wieder jemand anderes ran. Und es ist auch hier das Problem aus meiner Sicht, da würde auch kein Training helfen, sondern es sind die Charaktereigenschaften, die einfach nicht passen. Das hätte man gleich schon bei dem Interview von Tino Chrupalla erkennen können, als er probiert hat, diesem Mann nicht zu widersprechen. Das letzte Mal gab es sowas 45. Die Jungs sind am Galgen geendet in Nürnberg. Das müsste man doch mal ansprechen. Das ist ja genau der Punkt. Im Prinzip ist ja das sind ja auch Themen. Man weiß natürlich nicht, wie das ZDF geschnitten hat und wie der Sinn tatsächlich war, aber die Formulierung Nürnberger Jungs ist verharmlosend. Und dann hätte Tino Chrupalla das irgendwie aufgreifen müssen. Warum hat er es nicht aufgegriffen? Es ist das Problem von Tino Chrupalla. Er möchte allen gefallen. Er möchte diesen Menschen gefallen, er möchte den Altmedien gefallen, er möchte den Flügel gefallen. Und dann sieht man, was dabei rauskommt. Warum möchte er diesen Leuten gefallen? Damit seine Karriere vorangeht. Weil das ist es, worum es ihm geht. Und da sieht man schon die mangelnde charakterliche Eignung. Weil Nürnberger Jungs, Kriegsverbrecher als Jungs zu bezeichnen. Und das ist, man kann sich ja auch schon denken, dass das ZDF, dass die Altmedien probieren, sowas mitzuschneiden. Nachdem man schon die Erfahrung gemacht hat mit den Demonstrationen in Chemnitz, wo dann irgendwelche Fake-Antifanten dann den Hitlergruß gezeigt haben und dann das auf Kamera gezeigt wurde. Es ist vollkommen klar, dass solche Wahlkampfveranstaltungen, dass da irgendwelche Antifanten, irgendwelche False-Flag-Leute sich darunter mischen und das filmen. Vielleicht war dieser Mann ein False-Flag-Mensch und das war klar geplant, dass das ZDF abfilmt. Aber wenn man sich einfach richtig verhält, da geht man auch gar kein Risiko ein. Und jetzt ist er da ganz schwer gestolpert, dass er diesen Mensch es recht machen wollte. Sympathisch, gut ankommen wollte bei den Menschen. Und genauso war es das Messer in den Rücken der AfD, als er bei Georg Maskolo oder bei Illner gut ankommen wollte, sie nicht schlecht geframed hat und er dann noch mit dem Flügel dann irgendwie gesagt hat, der Flügel würde doch gar nicht aufgelöst. Da hat er suggeriert, der Flügel, die Leute wären rechtsextrem, das was Georg Maskolo gesagt hat. Also viele wollen das immer noch nicht wahrhaben. Ich habe das Video gemacht und es haben relativ wenig Leute geliked. Obwohl es aus meiner Sicht eines, vielleicht das wichtigste Video war von mir für die AfD. Die Leute wollen es einfach nicht wahrhaben. Aber wir müssen der Realität ins Auge sehen. Und uns nicht die Sachen schönreden. Das hilft nichts weiter. Wir haben genug gute Leute.
Und die richtigen Leute müssen jetzt an die Spitze. Aus meiner Sicht, wenn die AfD noch irgendwie bestehen will. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.